20 Prädestination Blub, Blub, Zwu, Brokop. Mit einem Frostschutzmittel hält der tapfere Copilot Finnisch Galaktik die Frontscheibe der alten Möwe eisfrei. Kalt ist es hier drin. Bart Garapetsch Abon und Prinz Henleitz Westerburg haben sich auf der Rückbank in die alte Propellerschutzdecke gehüllt. Es ist also mehr ein Lumpen. Sphinisch ist voll bei der Sache. Wie damals, so ist er auch heute äußerst neugierig. Verzeihung, lieber Herr Haushofmeister. Aber wo genau zu drauf los, wir segeln alle hin. Heute? Opa Willi hat gelernt. Mittlerweile ist Rüberdeutsch kein Problem mehr für ihn. Wir fliegen natürlich nach Quitheseid. Auf den Festplatz von damals. Es gibt eine alte Blockhütte neben dem Grillplatz am Fuße der Berge. Ich könnte mir vorstellen, dass sich der alte Eiwind dort rumtreibt. Aha, total. Der junge Rubai ist zufrieden. Auch Henla und Bartgara sind nun bestens informiert. Bartgara ist mit ihrem Kumpf verblinzelt. Unglaublich, Achilles geheimes 1103 Netz funktioniert auch hier in der Fremde. Die Offline-News-Pakages vom Ra sind alle angekommen. Keine Ahnung, wie der geschickte Physiker es schafft, die zu verschlüsseln und dabei die offizielle NEVs als Trägerfrequenz zu nutzen. Es hält sich jedoch das Gerücht, dass hier die Telematik, mit anderen Worten, der Fette, ein klein bisschen mitgekocht hat. Im Augenblick ist jedoch wichtiger, dass ihre Rebellen kaum unortbar für die lokalen Behörden sind. Was gibt's Neues? Fragt Henlei. Bartgara antwortet soweit so gut. Verstärkte Militärpräsenz vor den Plantagen. Luftwaffe in Bereitschaft. Für was? Sonst ist es recht ruhig. Herold soll sich mehr und mehr aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Kichiko rekrutiert fleißig. Bravo, aber schön, murmelt jemand Bestimmtes. Die Landschaft ändert sich. Wird schroffer. Tannen bestimmen bald das grüne Bild unter ihnen. Wird Mori diesmal den Festplatz unbeschadet erreichen? Svino kratzt sich die Nase. Kein Grund zur Sorge. Das altbekannte, Mori rasierte Wäldchen vor dem Festplatz liegt vor ihnen. Diesmal packt sie es. Die alte Möwe setzt auf dem verwaisten Festgelände dahinter auf. Für den Rückflug brauchen wir dringend Sprit, ist Wilhelm Rechtenbergs pragmatischer Kommentar. Ich zähl auf euch. Eure Handys funktionieren doch hier? Svino hält ihm seinen Komm direkt vor die Nase. Ein großes grünes Online ist neben einem winzigen 1103 zu erkennen. Opa Willi ist zufrieden. Jetzt aber los zur Hütte, murmelt der Alte. Nehmt ruhig ein paar Decken mit. Kann sein, dass wir dort nächtigen werden. So geschieht es, dass sich vier Personen, mit Decken bewaffnet, auf ihren Weg machen. Ihr Ziel ist der alte Grillplatz am Fuße des Berges Storstein 4 hier im Kernland der Parkinger. Wenige Minuten später ist die stattliche Blockhütte zu sehen. Diese dient gleichzeitig Wanderern als Schutz. Sie ist deshalb unverschlossen. Jeder kann hier übernachten. Derzeit ist sie jedoch, wie zu erwarten, verwaist. Diese Gegend hier ist nur zum Septemberfest bevölkert. Sie betreten die mächtige dunkle Hütte. Die Jugendlichen öffnen die Holzverschläge vor den Fenstern, damit wenigstens etwas Licht in die Hütte fällt. Was ist das? Hinten im Eck ist ein Rucksack nebst Schlafsack zu erkennen. Auf ihm liegt ein Stück Papier. Opa Willi hat eine schlimme Vorahnung, er sprintet hin. Auf dem Zettel steht nur ein einziges Wort, Erwi. Es ist von einem Herz umrahmt. Alle vier schlucken. Schnell, wir müssen ihn suchen. Er muss ganz in der Nähe irgendwo sein. Opa Willi kennt sich am besten aus. Er sprintet so schnell er kann rüber zum einsamen Grillplatz. Mächtige Eichen säumen ihn. Willi Rechtenberg wird mulmig. Er rennt auf ein besonders stattliches Exemplar zu. Schön ist es hier. Hinten plätschert ein kleiner Wasserfall des Storstein Fjellgental. Doch es gibt hier noch etwas anderes zu sehen. Opa Willi friert ein. Henlei legt eine Hand über Patkaras Augen. Hier hinten also, in der freien friedlichen idyllischen Natur des Kernlandes der Parkinger, hat er also seinem Leben ein Ende gesetzt, Eiwindel und Baden. Mit gebrochenem Genick hängt er da. Ein Schatten seiner selbst. Abgemagert. Die ehemals blonde Mähne ergraut. Henlei schießt die erste Begegnung mit ihm in den Kopf. Damals, vor 7 Jahren. Er war ein Berg von einem Mann. Der doppelte Schicksalsschlag hat ihn gerichtet. Nach dem gewaltsamen Tod seiner Frau jetzt noch die einzige Tochter vom Erdboden verschluckt. Nur ein Monster steckt sowas weg.
Zwina dreht sich um und kauert nun auf dem Boden. Mit beiden Händen verbirgt er sein Gesicht. Kleine grunzende Schluchzer sind zu vernehmen. Auch Jela und Bartgara lassen ihren Tränen freien Lauf. Opa Will ist auf seinen Knien. Die Natur zeigt sich grausam schön. Vögel zwitschern an diesem herrlichen Maienabend. Ein klares Rinnsal plätschert friedlich. Letzte wärmende Strahlen des Indi färben die wilde Landschaft blutrot.